Ja, kleiner Wicht, ganz groß. Ihr seht die Helden. Attacke, mehr sag ich nicht. Ja, es dauert zwar wenig. Und wie wir sehen, machen wir extrem viel Schaden in der Base. Eigentlich keinen. Aber wir machen Schaden. Ich lasse den Donnergott jetzt auch gleich mitmachen, weil sonst wird die Zeit hinten vorne nicht reichen. Okay, die Frage ist, naja, hole ich doch noch einen Kürbis? Anstatt einen Donnergott? Problem ist, dass sogar die Magietürme an den Helden hier so viel Schaden machen, dass sie dreimal getroffen werden und umkippen. Aber jetzt sind es eh schon 51%, von daher ist es wurscht. Aber wir sind auch schon 5 Heldenbasen mittlerweile kaputt, also okay, ist nicht so schlecht alles. Donnergott procking gerade auch noch auf die Türme. Oh, ist ein Turm schon weg. Hey! Kommt, Jungs, das schafft er. Genau, Flugeinheiten. Schnell hin, Turm platt machen. Ah, hallo. Mein Bomben. Pirati schon tot. Wie denn das? Achso, der ist in die Bomben gelaufen. Okay. Ja, ihr seht, was die Magietürme hier für einen Schaden den Helden machen. Obwohl Magietürme eigentlich fast keinen Schaden machen. Aber 222 Punkte. Dummerweise, ich vermute, Heldentod, oder? Ja, genau. Aber es ist nur einer. Von daher machen wir gleich eine Runde weiter. Danke, Mülz, übrigens mal, dass ich hier ein wenig zocken kann. Das macht riesen Spaß im Kirchenkrieg. Einfach mal so mit zehnfacher Macht Leute anzugreifen, die sinnlos, also die ihre Base nicht geändert haben, sinnloserweise. Auch so kann man Punkte machen, ja gut, da kann ich nicht gegen an. Ja, jetzt sind wir schon auf Seite 3. Da könnten sie doch jetzt mal aufhören, Basen zu haben. Da greift doch noch mal keiner an. Ah, das ist ja fies. Über 100.000 will ich schon angreifen. Ein Flat. Ein Flat. Das Rathaus ist da. 5 Magietürme. Donnergott da. Schnitter da. Pirat da. Sander da. Der macht eh so wenig Schaden, dass er eigentlich nichts verkehrt machen kann. Und auf geht die wilde Fahrt. Ja, Donnergott prockt hier rein. Und hält auch jetzt den kompletten Kampf sein Ziel flat. Also wenn das erste Mal trifft, bleibt er auf dem Ziel, bis es tot ist. Das ist meine Erfahrung mit dem Donnergott. Die haben, glaube ich, einen Skill-Level von 3 oder so. Wenn überhaupt. Ich glaube, der Donnergott nur 2. Aber der Santa stört doch. Jetzt ist die Frage, habe ich... Was sinnlicher ist als ein Santa? Ein Arius. Oh, der hat nur Level 88. Ja, nehmen wir Kürbis. Wenn wir reden, haben wir mit dem Kürbis. Ach, jetzt muss ich den Keiler wieder finden. Was habe ich gesagt? Seite 3. Und da irgendwo. Ne, da war es nicht. War das da? Ja.
Es ist halt auch ein Evo-Flat. Okay, Donnergott. Eros. Schnitter, Kürbis. Und den Pirat setzen wir erstmal noch nicht. Obwohl, ich brauche auch Schaden auf die Gebäude in der Base. Der muss mit raus. Sonst schaffe ich die Türme am Schluss nicht. Obwohl der Donnergott 2 im Visier hat, das ist schon mal nicht so schlecht. Ich mache jetzt zwar mehr Schaden, aber ich verliere auch schneller Gebäude durch den Kürbis. Aber wir lassen es jetzt einfach mal laufen, auch wenn wir keine 100% bekommen. Ich wüsste auch nicht, wie wir 100% bekommen sollen. Ja, das Rathaus gibt jetzt nochmal viele Punkte, glaube ich. Ja, genau. Okay. Ja, gut, gegen Flat haben wir keine Chance. Okay, jetzt sind drei Helden tot. Ja, das war's. Ciao, ciao.